Und damit herzlich willkommen zurück zu The Witcher 1. Ramandrakai und ihmchen. Schauen wir mal, was hier los ist. Passt mich! Meine Werkstatt würde ich nicht für alle Schätze der Welt aufgeben. Oh doch, ihr werdet sie aufgeben, Alterchen. Sonst... Sonst was? Ein Hexer. Tötet ihn. Ja, komm mal her. Was ist er denn für einer? Ihr gehört uns, Hexer. Ihr hättet die Salamandra in Ruhe lassen sollen. Diese Brücke wird euer Grab. Ja, das wollen wir mal sehen, Freund. Das wollen wir ja mal sehen, mein Freund. Ein verleibt deren Leben. Habt Dank, Hexer. Ihr habt mich gerettet. Und mein Labor, meine Destillierkolben, meine Schätze. Sonst aber okay, ne? Jederzeit. What the fuck, warum stehen wir so weit auseinander? Ich weiß nur zu gut, worauf sie aus sind. Um die gestohlenen Geheimnisse zu nutzen, brauchen sie Ausrüstung. Sonst sind die Mutagene der Hexer nutzlos. Fast hätten sie Kalkstein gehabt und seine Schätze. Fast hätten sie in Kaer Morhen Erfolg gehabt. Fast macht einen großen Unterschied. Das ist richtig. Ich bin auch fast Milliardär. Wäre ich bei Wesentlichen dem Vorspringer geblieben, wäre ich heute vielleicht einer anderen Bedrohung begegnet. Oh, okay. Sie kamen wegen mir. Ich habe vor einiger Zeit eine gewisse Entscheidung getroffen. Wenn ihr gewusst hättet, wie es ausgeht, hättet ihr anders gehandelt? Nein. Nein. Es war die richtige Entscheidung. Und ich werde mich den Konsequenzen stellen. Das überrascht mich nicht. Ihr seht aus, als würdet ihr nie zurückblicken. Besucht mein Geschäft in Visima, wenn ihr Zutaten für eure Tränke braucht. Ihr bekommt Rabatt. Lebt wohl. Danke, Bruder. Alter, Cutscene, was für Film? Wer soll sehen? Ihr hättet dem alten Mann nicht helfen sollen. Der kommt wieder und will reden. Was faselt ihr da? Der alte Mann redet und redet. Davon kriege ich Kopfschmerzen. Nächstes Mal steinige ich ihn. Das möchte ich euch nicht raten. Er ist ein mächtiger Alchemist. Der Hauptmann sagte, lasst nur die mit Pässen durch. Ich weiß, ich weiß. Morgen schicken die mich zum Mühlentor. Dann stehe ich da. Wenn ihr einen Pass habt, dann schaut mal vorbei. Pass mal auf, mein Freund, ja? Erstmal rede ich mit dir. Ich darf nicht hinein? Bestimmt hat der Erfinderclub von Ochsenfurt sie bestochen. Was führt euch hierher? Man sagt, ihr braucht Ghoulblut. Oh, habt ihr welches? Ich komme wieder zu euch, wenn ich welches habe. Ich brauche das Blut für meine Studien. Macht schnell! Okay, Bruder, sorry. Aha. Die Ghule in der Gruft sind erledigt. Tausend Dank. Hier ist ein Monatslohn. Ha, die Jungs werden überglücklich sein. Die wollten in der Gruft nach Schätzen suchen. Eine der Wände einreißen. Ich fand den Leichnam einer jungen Frau im Inneren. Die Ghule wollten sie holen. Junge Frau? Nein, das darf nicht wahr sein. Meine Ilsa? Ich liebte sie so sehr. Ihren Namen kenne ich nicht. Anscheinend hat sie sich vergiftet. Nein, nein, nein! Das war diese abscheuliche Hexe! Diese Teufelsnutte hat meine Ilsa vergiftet! Nein! Ich denke nicht. Euer Verlust tut mir leid. Aber ich muss jetzt alles über die Salamandra wissen. Die haben Pässe, oh ja. Lasst mich in Ruhe. Ihr habt den bösen Blick, ihr bringt schlechte Kunde. Hinfort! Bruder, ich schlag dir gleich hier rüber. Vergesst nicht, den Geistlichen zu sagen, dass ich diese Ghule erledigt habe.
Lebt wohl. Ich schlag dir gleich die Rübe ab, Alter. Gut, ich muss mit dem Geistlichen reden. Jopp, machen wir, nachdem ich hier gelootet habe. Brosche, Schwarzpulver, Brötchen soll Peter gönnen. Gönn. Ist auch alles Stahlschwerter? Ja. Gönn. Gönn. Oh, dem haben wir literally den Kopf abgetrennt. Nice. Immer schön. Gut. Laufen wir mal hier runter. Und gehen zurück zu dem Geistlichen. Und wir müssen noch Wein besorgen. Da muss ich dran denken. Ich wollte hier nicht runtersteppen. Ich habe mich gerade in der Birne gejuckt. Geil, Ertrunkene sollten ja irgendwie nur nachts kommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Bettler. Seit wann sind hier Bettler? Wir waren doch bis jetzt nur Raufbolder. Jetzt sind hier auch noch Bettler. Das Fleisch der Schlachterin schmeckt übel. Ja. Mei. Was soll ich denn machen? Mir eigentlich egal. Kauf's halt nicht. Muss kein Fleisch essen, Junge. Hex. Gibt es noch etwas für einen Hexer zu tun? Ich könnte wohl etwas finden. Dieses Päckchen muss nach Visema gebracht werden. Zu einem Mann namens Coleman. In der Taverne zum haarigen Bären. Keine Fragen. Okay. Gebt mir das Paket. Coleman wird euch entlohnen. Okay. Unser gemeinsamer Freund Soltan schickt mich. Also, hat er euch auch am Haken? Ihr habt ja keine Ahnung, worauf ihr euch einlasst. Schlimmer als Fistech. Entspannt euch. Ich spiele nur, wenn ich das auch will. Das sagen alle. Also, sollen wir? Ja, Mai, komm. 20 gegen dich, du Bastard. Gib mal. Bisschen Glücksspiel hat noch nie geschadet, ne? Oh, warte mal. 2, 4, 5. 1, 2. Ich müsste noch eine 3 haben. Scheiße, er hat zwei Paare. Ich habe hoch gewettet. Ich habe 2, 4, 5, 6. Ich könnte 6 und 1 gehen, um auf 2, 3, 4, 5 zu kommen. Wenn das überhaupt was ist. 2, 3, 4, 5 wäre toll. Oh! 2, 3, 4, 5 haben wir jetzt. Und er hat... Ah, RIP! Okay, wir spielen nochmal. Müssen wir jetzt wieder mit allen würfeln oder können wir wieder nur mit einzelnen würfeln? Ne, wir müssen mit allen würfeln, okay. Gut, was haben wir? 3, 4, 5, 6 haben wir. Ihr habt nichts. Okay, das ist gar nichts. Okay, brauchen wir eine volle Straße? Wir müssen also Paare machen. Gebot akzeptieren. Möchtet ihr erhöhen? Gebot akzeptieren. Gebot akzeptieren. Ja, komm. Wir würfeln nochmal mit allen. Weil wir halt nichts haben. Ich dachte, eine Straße wäre auch cool. Aber scheinbar ist die Straße nicht cool. Wir haben wieder nichts. Danke für gar nichts. Alter. 142. Haha, wir haben kein Geld mehr, oder? Ah doch, wir haben noch Geld. Wir spielen noch mit ihm. Hex. Ich möchte ihn platt machen. Gut, scheinbar zählen nur Paare, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. 6, 6, 6. Das heißt, wir haben schon mal sehr gut. Habe ich wieder aufs Höchste gewettet? Ich hoffe doch. Okay, er wollte nicht mehr. Man spielt scheinbar immer zwei Runden. Ganz genau verstehen tue ich es noch nicht. Wir haben 3-3. Also
1, er hat auch 1. Wir erhöhen natürlich. Und können nochmal eine 3 würfeln, bitte. Ah, das ist schon mal... er hat 2 Paare. Fuck you, Alter. Er hat aber echt Glück. Muss ich sagen. Nur 2 Einsen. Er hat 1 Paar. Wir haben 1 Paar. Wir machen weiter. Wir haben Einsen. Dann würfeln wir so. Noch eine 1, wir haben schon mal ein Dreierpaar. Er muss jetzt nur eine 6 öffnen, hat er mehr als wir. Ah, er hat mehr als wir. Fuck you. Oh, leck mich, ey. Gib Geld jetzt! Hexer. Wichser. Ich lass mich doch nicht von dem besiegen, ey. Kann doch nicht sein. 3 Einsen ist schon mal gut. Er hat eine 2. Wir erhöhen. Ihr habt 4 gleiche. Ja, 4 gleiche, okay. Habe ich nicht gesehen gehabt. Dass wir 4 Einsen hatten. Wir haben schon mal 2 Sechsen, das ist gut. Er hat 2 Einsen und 2 Sechsen. Nicht den. Das bringt uns gar nichts. Er hat gewonnen, oder? Hat trotzdem gewonnen, ja. Ihr habt verloren. Nächste Runde. Haben wir jetzt noch 91? Wir haben 2 Einsen. Das ist nicht viel. Er hat gar doch 2 Fünfen. Fuck. Wir haben nichts mehr, ne? Und gleich kein Geld mehr. Wieso macht er auch immer so gute Sachen? Hat unser Mate uns etwa verarscht? Wir haben übrigens wieder verloren. Kann ich ihn einfach abschlachten, um das Geld zu kriegen? Ja, ist jetzt... Hexen. Unser Ge... Also, das sagt... Wie... Schwierig. Bruder, gib mal Geld jetzt, bitte. Lass mal spielen. Wir spielen mal um wenig Geld, okay? Kleine Spielrunde heute. Ich muss sagen, ich finde Würfel nicht so cool. 2 6 und 2 5. Wir haben schon mal 2 Paare. Das ist gut. 2 Paare ist schon mal sehr, sehr gut. Er hat ein Paar, ja. Kann ich erhöhen, ich habe kein Geld. Leider. Ich habe nicht mal was gewählt gehabt, weil ich es irgendwie verkackt hatte. Wir haben gar nichts. 1, 2, 3, 5, 6 haben wir. Und er hat ein Paar. Wir können alle nochmal werfen, das ist gut. Wir haben 2 Paare, das ist okay. Nice. Im Pot ist nichts drin. Gut. Hex. Ich brauche aber mehr Geld. Ich habe jetzt gerade so viel Geld an ihn verloren, dass wir erstmal ein paar Mal spielen müssen. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich ein bisschen Geld gewonnen habe oder verloren. Wir reden jetzt mal nicht weiter über Würfelpoker. Und lassen das einfach. Und sagen, ich habe ein bisschen die Schnauze voll. Ein bisschen angepisst, aber... ich weiß, warum ich das Spiel nicht so gespielt habe das letzte Mal. Ich habe verfickt nochmal so oft verloren, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich habe ihn besiegt. Ich habe jetzt aber nicht mehr genug Geld, um gegen anderen zu spielen. Ich habe 4 Gold nur noch. Ich hasse dieses Spiel. Aber Glücksspiel ist eh nicht so meins. Ich habe da immer Pech. Von daher...
Kinder, lasst die Finger weg vom Glücksspiel, das ist nicht gesund. Da verliert ihr nur. Achso, es regnet, deshalb stehen die irgendwo unter. Okay. Die Alte ist nicht da. Was für ein Wolkenbruch. Wir gehen jetzt erstmal. Lass euch nicht töten. Hier? Vergesst es. Zum Geistlichen. Hallo, Freund. Sprecht, schnell. Ja. Ich habe das ewige Feuer in alle Kapellen gebracht. Die Bestien suchen uns immer noch heim. Ich sagte ja, es würde nicht funktionieren. Wo ist mein Lohn? Ach ja, euer Lohn. Dieser Fluch muss stärker sein, als ich dachte. Zweifellos ist diese Hexe Abigail dafür verantwortlich. Eine böse Frau. Eine Hexe? Vielleicht kann sie uns mehr erzählen. Sie brachte die Bestie und alles andere über uns. Ich denke nicht. Vielleicht. Aber ich möchte doch lieber zuerst mit ihr sprechen. Wir müssen wissen, woher die Bestie kam. Findet die Wahrheit heraus. Mache ich. Für 300 Orens. Wir sind eine arme Gemeinde. Vielleicht 200? Na gut. Idiot. Sprech. Odos und Harens Ungeheuer existieren nicht mehr. Für Mikol habe ich die Ghule in der Gruft beseitigt. Ich gebe zu, ich bin beeindruckt. Vielleicht könnt ihr die Salamandra ja doch besiegen. Dafür muss ich erst die Lage ihres Verstecks kennen. Ich werde nichts sagen, bis ihr die Bestie vernichtet habt, Hexer. Das ist meine Bedingung. Adieu. Was für ein Wolf. Welche Bestie? 100 Orens? Ich sollte die Hexe besuchen. Ich hörte, die Kirche des ewigen Feuers bezahlt Kopfgeld für Ertrunkene. Wenn ihr beweisen könnt, dass ihr einen getötet habt. Ja. Ich habe die Köpfe von Ertrunkenen. Wo ist meine Belohnung? Hier. Möge das ewige Feuer euren Weg erleuchten. Bruder? Sprecht. Lauf nicht jedes Mal weg. Ich möchte in die Stadt, aber ich brauche einen Brief. Eine Art Pass. Nur Ritter des Ordens haben Pässe, aber als Kaplan habe ich auch einen. Kann ich ihn haben? Ihr? Ein Fremder? Ein Streuner? Habt ihr den Verstand verloren? Ja, ne? Möchtest du mal kurz überlegen, wie viel ich für dich schon getötet habe? Seid ihr der Kaplan des ewigen Feuers? Das hat er uns eben schon gesagt. Ja, Heide. Nur das ewige Feuer kann uns vor dem weißen Frost retten. Tatsächlich. So steht es in der Prophezeiung von Idlinne, der Elfenhexe. Ach, wirklich? Plötzlich glaubst du an Elfenhexen. Die Welt wird untergehen und neu geboren werden aus einem Samenkorn, das nicht keimt, sondern in Flammen aufgeht. Ihr scheint euch zu widersprechen. Ihr macht euch über mich lustig, Hexer. Sagt mir, wer gab euch das Recht, euch in der Menschenangelegenheiten einzumischen? Ihr, ein emotionsloser Mutant, antwortet, wer? Ich. Das ewige Feuer. Ohne Zweifel. Kehrt in euer finsteres Leben zurück, Heide. Ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Noch etwas. Sprecht, schnell. Seid ja tatsächlich so... Ach, die ihr... Ich. Wer immer Gottes Lästerei betreibt, der verdient keine Gnade. Aber jeder verdient doch Gnade. Noch etwas. Sprech. Adieu. Was für ein Wolkenbruch. Gut. Ich habe die Belohnung für die Ertrunkenen erhalten. Okay, wir gucken mal kurz auf Quests. Beringers Geheimnis, der Ghoul-Vertrag. Spur der Salamandra. Ich muss das Problem mit der Bestie lösen, bevor ich mich um die Salamandra kümmern kann. Ich will das Spiel komplett zu kotzen. Achso, können wir noch mit dem Typen da hinten machen und mit dem an der Brücke. Faustkampf, ich sollte mir einen stärkeren Gegner suchen. Das ist... Ja, warte ich gerade drauf. Das ist auch was anderes. Ich muss im haarigen Bären. Ich sollte die Hexe besuchen. Ja, das habe ich gerade vor. Würfelpoker Anfänger. Ich habe gegen Haaren gewonnen, jetzt suche ich die anderen Gegner. Gut. Wir kämpfen auf dem Weg zu Abigail nochmal mit... Odo, oder wir gehen erst zu Odo, weiß ich noch nicht ganz genau. Schauen wir mal. Werden wir gleich sehen. Interessant, dass ich immer noch Vergiftung habe. Toxizität habe ich immer noch. Okay, ich habe
33 von 100 durch einen Trank. Meint ihr, dass es eine ganze Weile regnet? Das gefällt mir aber gar nicht. Egal. Ich glaube, wir gehen erst zu Abigail, um mal kurz zu lachen. Gott, ey, Kirche, ey. Dumm. Kirche dumm. Ich muss die Tage auch noch weiter aufnehmen. Und zwar nicht nur das hier, denn bevor das Projekt hier angefangen hat, ist ja bereits Need for Speed The Run fertig geworden und das neue ist gestartet. Das habe ich aber noch nicht, gar nicht aufgenommen. Das habe ich aber noch gar nicht aufgenommen. Das heißt, ich muss es auch erstmal aufnehmen. Was natürlich sehr nervig ist. Ich habe das Spielzeug schon, ich weiß gar nicht so ganz genau, welches gerade das nächste ist. Übrigens steht da oben, dass wir gutes Wetter haben. Ah, wir haben es 12 Uhr. Und Ort ist sicher. Ah, okay, das bedeutet das. Ich dachte, gutes Wetter. Mei, was weiß ich schon. 12 Uhr, das heißt, wir haben noch ein paar Stunden, bis wir zu unserer Verabredung fahren. 12:30. Geht das in 10 Minuten schon? Warte mal, schnell verlassen das Haus? Nein, Abigail, okay. Hallo. Was wollt? Ich muss wissen, wo die Bestie herkommt. Warum fragt ihr mich? Hexen sind doch in den magischen Künsten bewandert. Ja, aber diese Bestie überfordert mich. Allerdings kenne ich da jemanden. Und wer soll das sein? Der Knabe Alwin. Er ist eine starke Quelle und ein Hellseher. Was er alles weiß, bleibt uns verborgen. Wenn ich ihm aber einen bestimmten Trank gebe... Schadet ihm das nicht? Seid unbesorgt. Bringt mir die Blüten 5 weißer Myrten. Dann werden eure Fragen beantwortet. Sie wachsen vor dem Dorf. Wenn ihr nichts über Kräuter wisst, kann ich euch dieses Buch verkaufen. Linksklick, um bestimmte Pflanzen und Kräuter einzusammeln. Was? Habe ich das nicht schon gekauft, das Buch? Ja, natürlich habe ich das schon gekauft. Aber ich kenne sie irgendwie immer noch nicht. Gut. Ich muss 5 weite Myrtenblüten finden. Wo finde ich die? Moment. J. Auf der Karte verfolgen. Beim Rad. Beim Rast. Beim Gasthaus, meine Güte. Okay. Da habe ich gerade eine Birne gejuckt wieder. Entschuldigung. Ja, ich hätte die gerne. Ich habe auch das Buch ja schon gekauft und gelesen, aber irgendwie erkenne ich die Scheiße immer noch nicht. Auch Schellkraut und sowas scheinbar nicht. Wieso stehst du da drin? Jetzt weiß ich nicht, ob das hier buggy ist. Ich dachte, ich hätte bei ihm was kaufen können. Scheiße. Ach Gott, er rennt hier immer einmal rum. Ich hab das Buch schon gelesen. Ja, weiße Myrte. Missfällt mir, dass ich das alles nicht einfach kann. Gut, das sind alles Sachen fürs Schwert. Das ist was zu essen. Salpeter gehört eigentlich hier unten mit rein, meiner Meinung nach. Okay, haben wir Wein? Ansonsten muss ich gucken, wo ich Wein herbekomme langsam. Ich habe noch keinen Wein, so wie ich das sehe. Vesna, hallo. Was kann ich euch... Was kann ich bei dir kaufen? Kann ich bei dir Wein kaufen? Das ist Met. Wodka, Wodka. Ich kann bei dir kein Wein kaufen. Was? Vorerst. Wohl kaum. Ich bin ein anständig... Dann... Hier, schöner... Okay. Wo kommst du denn her? Endlich ein vernünftiger Mensch hier. Und ihr seid? Leuwarden, Kaufmann.
Ich meine die Familie Leuwarden. Wer auch immer. Familie oder eine andere. Ich spüre, ihr habt Arbeit für mich. Leider. Mein Freund verschwand in der Höhle unter Visimas Mauern. Ihr glaubt, dass er tot ist? Ich weiß es nicht, aber ich bezahle euch 200 Orens, wenn ihr ihn rettet oder zu einem anständigen Begräbnis verhelft. Abgemacht? Ja, klar, Bruder. Abgemacht. Mein Freund wollte die Quarantäne umgehen und Visima betreten. Warum ging er durch die Höhle? Wir hatten gehört, dass dort Waren nach Visima geschmuggelt werden. Ich werde mein Bestes tun. Seid vorsichtig. Mein Freund hatte nicht zum ersten Mal mit Ungeheuern zu tun. Wenn er tot ist, lauern dort sicher Gefahren. RIP. Was handelst du denn, mein Freund? Starker Alkohol, okay. Handelst du Wein? Das hier ist Wein. Ich habe das, oder? Okay, er verkauft Blümchen. Ich glaube tatsächlich, der Junge verkauft nur Wertgegenstände. Also nur Sachen, die man verschenken kann. Ja gut, ich habe aktuell nicht so viel Geld. Noch. Okay. Shani, hast du noch was zu erzählen? Wo ist eine hiesige Wahrsagerin namens Abigail nahm ihn unter ihre Fittiche. Warum ich hoffe, Abigail? Es war richtig, ihr den Jungen anzuvertrauen. Ach, bestimmt. Sie wirkt etwas seltsam. Die ist gut. Ich statte Ihnen einen Besuch ab. Danke, Geralt. Wir sprechen uns noch. Okay. Das hilft mir alles nicht sonderlich weiter. Ich muss... Okay. Ich verstehe nicht, warum ich nicht die Blümchen pflücken kann. Warum ich nicht weiß, wie die aussehen. Oder meinte sie hier vor dem Tor? Das Tor ist doch zu, oder? Oder ist das inzwischen offen? Ah, nehmen wir noch abgeschlossen. Okay. Freuderkundig war es, wie sie mal. Was? Über Feldpflanzen, über unterirdische Pflanzen. Das haben wir schon. Das aber noch nicht. Das kostet 300. Ja, leck mich doch im Arschloch, ey. So viel Geld habe ich aktuell nicht. Ich sollte immer nur so wenig spielen wie möglich. Ein Schmied kann euch neue Schwerter aus Meteoritenerz schmieden. Okay, ja, habe ich nicht, danke. Ja? Wer sind Terroristen oder Unruhestifter, würdet ihr sie nennen? Sie kämpfen für die Rechte von Anderlingen. Skoyatel ist elfisch für Eichhörnchen, benannt nach den Eichhörnchenschwänzen an ihren Mützen. Okay. Könnte ich hier in der Gegend welchen begegnen? Wollt ihr mich überrumpeln oder seid ihr nur neugierig? Wie auch immer. Von mir erfahrt ihr nichts. Kein Problem. Ich möchte euch keine Schwierigkeiten machen. Sprechen wir von etwas anderem. Ja? Lebt wo? Okay. Das jetzt macht das scheiß Tor auf. Das ist problematisch. Warum finde ich die scheiß Pflanzen nicht? Ich habe das Drecksbuch schon gelesen. Eigentlich müsste ich diese ganzen Sachen doch jetzt kennen. Lesen wir mal kurz die Quest durch. Die Hexe Abigail kann mir vielleicht einfach so die Bestien herausfinden, wenn sie sie einfach... Sie möchte, dass der Junge einen Zaubertrank trinkt. Ich muss ihr 5 Handvoll weiße Myrtenblüche besorgen. Die Blüten kann ich von Myrtenbüschen absammeln oder bei einem Händler im Gasthaus kaufen. Ja, ich würde sie lieber absammeln, aber ich kann sie nicht absammeln. Stricher. Kauf die jetzt kurz. Hat doch bestimmt der Junge da, oder? Der Kräuterkundige da. Ansonsten ist ja kein Händler in dem Laden drin. Außer Mutschen. Wie heißt du nochmal? Was? Hast du weiße? Ja, hat er. Ja. Gib. Ich würde echt gern wissen, warum ich die Scheiße nicht abernten kann. Hier steht ja sogar im Moment. Zutaten.
Warte mal. Ich mach was Neues über die Gruft gelernt, okay. Achso, das wollte ich ja später lesen, ne? Gut. Ja, ich kann aus irgendeinem Grund hier gar nichts ernten. Da ist ein Knabe. Okay, hier sind jetzt viele Kinder. Ich kann irgendwie die ganzen Sachen nicht abernten. Falls mir jemand in die Kommentare schreiben kann, warum, wäre das sehr nett. Ich befürchte, dass, bis ich das gelesen habe, schon lange zu spät ist. Weil ich dann wahrscheinlich schon nicht mehr in diesem Scheiß hier sein werde, wenn die Folge hier ausgestrahlt wird. Was wollt? Ich habe die... Ausgezeichnet. Jetzt zur Zubereitung des Trankes. Ja, mach. Wie wird er gemacht? Ihr seid also an Hexengeheimnissen interessiert? Ich gebe euch das Rezept, ja, ist okay. Und ihr schwört, dass ihr es mit ins Grab nehmt. Sterblich. Ich schwöre es. Kommt näher und hört mir zu. Mischt 2 Unzen Kadaverin mit den Myrteblüten, sprecht euren Namen rückwärts und dreht euch 3-mal nach links, spuckt in das Feuer und rührt den Trank wieder um. Kompliziert. Ich wusste, dass Hexenmagie die Auffassungsgabe eines Mannes übersteigt. Gebt mir einen Moment, um das hier zu Ende zu bringen. Okay, Mädchen. Ach Gott. Kommt später wieder. Die Hexe versprach, den Trank zu brauen. Ich sollte nach einer Weile zurückkommen. Kommt später. Ich würde aber gerne auf mich ausruhen, Mädchen. Okay. Muss ich einmal rein und rausgehen? Reicht das? Was wollt ihr? Hat das gereicht? Warte, wir ruhen mal kurz aus. Das kostet nämlich keinen Feuerstein. Wir haben schon wieder 32 Minuten. Ich möchte allerdings kurz skillen. Wir haben nämlich 9 Punkte. Und können uns, denke ich mal, hier ein paar Sachen gönnen. Ja, komm. Wir haben Bluten schon, okay. Das wusste ich nicht. Das erfordert Silbertalent, okay. Dann mach hier mal Schmerz. Ich möchte nicht mit weniger als 25% Vitalität kämpfen, muss ich ehrlich zugeben. So, Präzisionstreffer von mir aus noch. Das, wenn ich mit über 3 Gegnern kämpfe, okay. Das ist vielleicht auch ganz interessant. Intelligenz, was bringt Intelligenz? Basiszeichen, Intensität. Das haben wir schon. Okay, das ist nur Zeichenscheiß. Ausdauer. Ausdauer wäre ganz interessant vielleicht sogar. War eigentlich auch scheißegal. Gehen wir dann jetzt zu den direkt zu verzehren, okay. Das ist auch Ausdauer und ansonsten nichts Sinnvolles. Das ist 2 Orte der Macht zu nutzen. Giftresistenz, Ausdauerregeneration. Interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht so. Gewandtheit. Die Fähigkeit, frei irgendwo einen Zustand zu entnehmen. Erfordert Verzehren des Muttergehens. Okay, wir können das hier mal ein bisschen plus machen. Klar, die Fähigkeit, Pfeile abzulenken. Parieren plus 10. Bewegung im Faustkampf. Okay. Haben wir uns mal gegönnt. Und Stärke können wir uns auch nochmal gönnen. Ein bisschen mehr Schaden, ein bisschen mehr Parieren, ein bisschen mehr Vitalität. Das gibt auch nochmal mehr Schaden, das gibt auch nochmal mehr Schaden. Okay. Gönnung. So. Das Karte. Tränke brauen können wir gerade nicht. Verstehe ich eh schon wieder nicht, wie das funktioniert. Tagebuch, Inventar. Irgendwie sollen wir doch diesen Kompass hier umstellen können. Ich weiß aber noch nicht wie. Irgendwie. Ja. Wir meditieren mal bis. Ja, 9 Stunden. Das ist eine ganz schön lange Zeit, muss ich sagen. Ich glaube, das längste, was wir bisher meditiert haben. Jetzt dürften sie ja wohl auch mit ihrem Scheiß-Trank fertig sein.
Was wollt? Der Geistliche glaubt, ihr hättet die Bestie herbeigerufen. Und was glaubt ihr? Ich hab's nicht so mit dem Glauben. Was ist eure Version der Geschichte? Ich hatte nichts damit zu tun. Okay, wenn ein Hase nicht so flackern würde, würde ich dir, glaube ich, auch was glauben. Ist der Trank bereit? Ja. Alvin trinkt das. Schmeckt bitter. Kein Gemecker. Und jetzt? Sprich. Abigail, ich habe Angst. Warum haben Sie dem Hündchen die Haut abgezogen? Er war lieb und hat niemandem etwas getan. Und das Mädchen von außerhalb des Dorfes schrie grässlich, gar nicht wie ein Mensch. Böse Kinder, wählt ihr schon wieder den kleinen Hund der Hexe? Unschuldiges Blut, böse von Alkohol und Geilheit verzerrte Gesichter. Besorg es ihr gut, zeig ihr, dass du ein Mann bist. Blutbeflecktes Gold, die Bestie ist geboren. Der Tod, das jüngste Gericht. Die Bestie hat ihr Ende schon einmal erlebt. Sie fürchtet den Tod nicht. Sie ist der Tod. Wie wollt ihr menschliche Bosheit besiegen? Mit dem Schwert? Ihr, der ihr gestorben seid und immer noch unter den Lebenden weilt? Wer hat mich herbeigerufen? Genug. Das könnte böse enden. Abigail, brecht die Trance ab. Wie ihr wünscht. Bei der Macht der sieben Sphären, verlass diesen Körper. Ich befehle dir. Hinfort! What the ich fuck? Bin müde. Alvin ins Bett mit dir. Geralt, ein anderer Hexer, Berengar, kam vor euch her. Er hinterließ diese Anweisungen. Danke. Lebt wohl. Vom Monster Menschen. Die Hexe sagt, dass sie unschuldig ist. Ich muss den Geistlichen besuchen, die Informationen über die Hexe bringen. Caroline ist tot. Die Hunde haben sie gefressen. Das ist richtig, leider. Was wollt? Was hat die Scheiße bedeutet? Ah, fuck, ich wollte nicht darauf drücken, ich wollte das Cap drücken. Gut. Das sind mal 37 Minuten gewesen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann gehen wir zum Geistlichen, gucken, was da abgeht. Ich hätte doch meditieren sollen, wenn der Tag ist. Egal, bis dahin, haut rein und tschüss.